Jawohl, den haben wir, den haben wir. Erstmal super Secret. What? What the gosh? What the gosh? What? Yo Leute, euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu einer weiteren Quick Challenge. Heute mit dabei ist der liebe Beats. Ja, moin Leute. Nee, Spaß beiseite. Wir spielen heute mal wieder eine Quick Challenge. Und ich mache erstmal hier diesen 3D-Effekt raus. Lol, war jetzt eigentlich nur für den Start so gedacht, so als kleiner Gag. Ja, heute kommt die heutige Challenge kommt vom lieben Niklas und er schreibt, ich muss nach jedem Kill die Super Secret Settings umstellen. Ich weiß gerade nicht, warum mein Minecraft so ein komisches Licht hat. Keine Ahnung, ohne Witz, ich weiß es gerade ehrlich nicht. Aber es ist mir vollkommen egal. Macht es vielleicht noch ein bisschen cooler. Also nach jedem Kill einmal Super Secret Settings drücken und ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt in die erste Runde hier, High Rise. Und jetzt starten wir halt normal. Das Licht ist trotzdem irgendwie komisch. Ich habe keinen Plan, warum. Ehrlich gesagt, wirklich gar keine Ahnung. Soll es aber auch kein Hindernis sein oder so. Also nach jedem Kill einfach Super Secret Settings drücken und am Ende logischerweise dann auch die Runde gewinnen. Und dann ist die Challenge bestanden. Ich würde sagen, das ist hier vielleicht sogar schon der erste Kill. Jo, das ist der erste Kill. Super Secret Settings. Und dann gehen wir oder legen wir so weiter. Ist noch natürlich jetzt nicht sonderlich schwierig. Option, Super Secret Settings. Klicken wir einmal drauf. Wo hier der Unterschied ist, weiß ich nicht. Bei den Super Secret Settings ist es aber eigentlich normal so, dass der Dingens sich ändert. Oh, das Fadenkreuz, dass es nicht normal bleibt, sondern dass sich das ändert. Option, Super Secret Settings. So, jetzt wird schon ein bisschen schwieriger. Jetzt wird schon ein bisschen schwieriger. Oh, der hat ein Eisenschwert. Komm. Fuck, fuck, fuck. Oh, fuck, da liegt ja ein TNT. Das habe ich gar nicht gesehen. Das macht das schon ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. So, goldenen Apfel gönnen wir uns jetzt einfach mal. Angel und Bogen. So, Essen. Alles klar. Jetzt gehen wir weiter drauf. Wir brauchen noch einen Kill. Oh mein Gott, ein Eisenschwert. Sehr nice. Wir brauchen jetzt noch einen Kill, weil so ist es natürlich nicht so schön, Minecraft zu zocken. Ich sehe ja fast gar nicht meine Gegner. Okay, doch. Gut gehittet. Ja. Der ist aus der Map geflogen. Eigentlich müssten wir den Kill bekommen. Wird er uns zugeschrieben? Und? Oder steht er nur, er ist gestorben? Oder lebt er noch? Er lebt noch. Er lebt einfach noch. Ja, da will ich jetzt natürlich nicht runterspringen. LOL, er hat es einfach überlebt. Das muss so knapp sein. Hätte ich Bogen und Pfeil, ich würde ihn instant töten. Alter, und gleich beginnt schon das Deathmatch. Alter, scheiße. So. Natürlich ist es eigentlich so, wenn ich die Runde jetzt beim ersten Mal schaffe, das ist wirklich mein erster Versuch. Wenn ich das beim ersten Mal schaffe, dann müsste ich das im Prinzip einfach so hochladen. So mal gucken, wie lange ich jetzt brauche. Hier. Komm. Jawohl, wir haben ihn. Okay, super Secret Settings. So, jetzt ist das Ganze schon wieder ein bisschen einfacher. Das ist einfach nur so eine Schärfe, die hier quasi mit eingebaut wurde jetzt. Was eigentlich ja gar nicht so super schlecht aussieht. Natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es gibt schlimmere Sachen, sage ich euch da ganz klassisch mal. So, Pfeile tun wir mal hier hin. Und dann leben nur noch zwei andere. Hm, nicht schlecht für die erste Runde jetzt so. Läuft's auf jeden Fall. So, wir droppen einfach mal die ganzen Sachen weg. Die brauchen wir sowieso nicht. So, falls wir außerdem unser Schwert droppen sollten. Was hoffentlich nicht passiert. Lass ich das Eisenschwert nochmal im Inventar. Und dann geht's hier los, Alter. Da ist schon der erste, der XX Fresh Halle oder sowas. So, komm. Ich muss jetzt auf Super Secret Settings. Egal. Nein. Und da haben wir sogar unser Schwert gedroppt. Dass das noch passiert, liebe Leute, dass das passiert. Alter, ich habe einfach so einen Nachteil jetzt gegen den, ne? So einen Nachteil. Da hinten ist der, glaube ich. Einmal getroffen. Okay, es läuft. Ja, wo bin ich? Ach, da ist er. So. Komm. Noch einmal getroffen. Scheiße, jetzt haben wir ihn nicht getroffen. Er brennt. Oh, das sieht doch eigentlich ganz gut für uns aus. Das sieht doch relativ gut für uns aus. Nein, Alter, er hat uns fast in die Lava gehittet. Er muss low sein. Wir müssen jetzt vielleicht mit dem Bogen ein bisschen was ausnutzen. Jawohl, noch zweimal getroffen. Richtig gut getroffen. Hoffentlich war das kein Goldapfel, den er sich da gerade gegönnt hat. Oh, noch einmal getroffen. Digga, wir geben ihm ja richtig. Noch einmal getroffen. Oh mein Gott, wir haben die Runde gewonnen. JJ. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen trotzdem einfach in eine neue Runde.
und versuchen das Ganze nochmal. Wir haben jetzt ein bisschen wenig von den Dingens gesehen. Ja, die Frage ist jetzt, da steht überall LED, kann das sein? Alter, ich drück, wir haben einen gekillt, deswegen drücke ich mal weiter. So, jetzt gehen wir mal auf. Ach nee, Hijack ist jetzt gerade schon vorbei. Mann, ich hasse es, wenn ich einfach so im letzten Moment nicht da drauf klicke. So, Teen Room, komm. Alter, jetzt wird's einfach mega schwierig. Jetzt haben wir so ein Schwarz-Weiß-Bild und es läuft auf jeden Fall krass bei uns hier. Guckt euch mal die Map an. Alter. Okay, erste Kiste, Leute, erste Kiste. Direkt mal ein Steinschwert mit einer guten Rüstung. Läuft. Ist hier oben irgendeiner gespawnt? Da hinten ist einer, da sehe ich den Namen. Komm. Alter, man sieht einfach nur schwarz, man sieht einfach nur schwarz. Aber er ist down, er ist down, er ist down. Er hatte eine gute Chestplate. Mega nice. Jetzt müssen wir natürlich einmal hier drauf drücken. Oh, und jetzt sehen wir wieder richtig gut. Den gönnen wir uns auch noch. Sehr schön, dann drücken wir noch einmal drauf. So, dann ist jetzt wieder so ein 3D-mäßiger Effekt. Wir haben noch keine Angel, leider. Alter, wenn wir jetzt noch einmal die Runde wirklich gewinnen sollten, ne, dann ist das so eine Lackrunde. Komm, gönn ihn dir, Beats, gönn ihn dir. Jawohl, den haben wir. Erstmal super Secret. What the fuck? Was? Alter, da ist Raid. Wir spielen einfach über Kopf. So, Alter, das ist echt schwierig. Ich könnte natürlich jetzt meinen Kopf so ein bisschen drehen, wäre aber ein bisschen Spaß, ne? Der Spaß geht da natürlich dabei weg. Aber ich drehe es trotzdem, weil es bleibt genau gleich schwierig. Alter, fuck. Okay, im Bogen. Alter, was mache ich da? Ist das die Kiste, die wir gerade hatten? Okay. Was mache ich da, Alter? Leute, was mache ich da? Jawohl, wir haben ein Holzschwert. Da liegt auch noch was. Da liegt noch eine Hose. Okay, die ziehen wir uns an. Und da hinten sind schon Gegner am Kämpfen. Alter, fuck. Wir haben ja echt gar keine Chance. Doch, hinter uns ist einer her. Shit. Wenn der wüsste, wie wir gerade spielen müssen, Leute. Wenn der wüsste. Der läuft uns weiter hinterher, kann das sein? Alter, wie schwierig ist das denn? Wie schwierig ist das denn? Das ist die schwierigste Challenge der Welt, Alter. Leute, was ist denn da los? Dass ich sowas nochmal erleben darf hier. Hier ist nichts mehr drin. Alter, aber das sieht echt cool aus, so ein bisschen, muss ich sagen. Irgendwie. Das sieht echt irgendwie teilweise ein bisschen cool aus. Natürlich gewöhnungsbedürftig. Und ich will nach unten gucken und guck da nach oben. Das ist so alles quasi verkehrt rum. Falls ihr euch das nicht vorstellen könnt. Deswegen gucke ich ab und zu nach unten anstatt nach oben und sowas. Und wir haben einfach so schlechte Rüstung. Wir können die Runde gar nicht gewinnen. Aber vor allem gegen den nicht. Der schießt mit dem Bogen. JJ. Shit. Alter, man denkt einfach mal, knallt gegen die Scheißdecke. Ohne Witz. Vielleicht können wir ihn trotzdem einmal mit dem Bogen hitten. Oh mein Gott. Naja, können wir natürlich nicht. Sollen wir einfach mal in den Schwertkampf gehen? Ich meine, wie sollen wir es denn sonst anders schaffen? Lol. Alter, Leute, das ist echt nicht normal. Das ist echt nicht normal. Vielleicht kommen wir ja unter die letzten zwei oder so. Wir sind jetzt gerade noch unter den letzten dreien. Ich spiele einfach verkehrt rum. What the gosh. So, schaffen wir vielleicht den Jump hier? Ne, wir müssen weglaufen. Alter, ich will wenigstens eine Chestplate oder so noch irgendwie bekommen. Keine Ahnung. Sonst habe ich ja null Chance. So, wisst ihr, was ich meine? So habe ich null Chancen einfach. Oh, da war eine Chestplate. Nein, da war eine Chestplate und der Gegner kommt. Scheiße. 3 Sekunden, komm. Ja, lauf da rein, Beats. Nein! Da waren so viele Sachen. Okay, und wie zur Hölle sollen wir jetzt irgendwas überhaupt reißen? Wie? Sag mir wie. Ich weiß nicht mal, wo geradeaus ist, Alter. Ich weiß nicht mal, wo geradeaus ist. Ich weiß nicht, wo ein einzelner Gegner ist. Oh mein Gott.
Leute, wir haben die Challenge quasi schon einmal geschafft. Alter, wenn ich das abstauben kann, ne? Kann ich natürlich nicht, weil ich nicht weiß, wo überhaupt ein Gegner ist. Alter, Leute, das ist echt nicht wahr. Das geht voll nicht klar, Alter. Trotzdem, wir haben Challenge quasi beim ersten Versuch schon mal geschafft. Und ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Ich gehe mal wieder in den normalen Modus. War jetzt nur als kleines Special noch dazu. Und ja, wir gehen in die Hub. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Weitere Challenges einfach in die Kommentare schreiben. Ich gucke immer bei dem neuesten Video die neue Challenge an. Deswegen einfach in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, habt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Ciao, euer Beats.